Ja, hallo. Heute gibt es ein Video vom Harz. Und zwar war ich hier mal im Trailpark gewesen im Harz. Wirklich super angelegt. Hier gibt es drei Wege, die man abfahren kann. Den Kammweg, Wassertal und den Jackson River. Ich bin den Kammweg hier mal abgefahren. Zwei weitere Wege sind auch noch im Bau, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob die schon fertig waren zu dem Zeitpunkt. An dem Tag, wo ich gefahren bin, war, wie man sieht, noch ein bisschen Schnee gelegen. War auch teilweise im Schatten noch ein bisschen eisig gewesen, also rutschig. Ja, und deswegen bin ich auch im oberen Teil etwas vorsichtiger gefahren. Wobei ich sagen muss, etwas weiter unten ging es dann schon wieder. Es war zwar ziemlich feucht gewesen, aber kaum matschig. Also ich hatte wirklich gedacht, es wäre matschiger an dem Tag, aber es ließ sich wirklich super fahren. Ein anspruchsvoller Mountainbike Trail. Also nichts für Anfänger, man sollte da schon fahren können. Man hat auch immer wieder einen schönen Blick ins Tal runter. Wobei man natürlich auch sagen muss, früher war das natürlich hier viel dichter bewaldet. Und durch den sauren Regen und Borkenkäfer und auch durch die jahrelange Trockenheit, ja, sieht man ja, was draus geworden ist aus diesem schönen Harzer Wald. Aber gut, man muss es als Chance sehen. Man muss halt in den nächsten Jahren andere Bäume anpflanzen und ja, und natürlich auch hoffen, damit es auch mehr regnet. Aber wie gesagt, der Trail ist wunderbar angelegt von den Leuten, die das hier machen. Es gibt auch einen QR-Code, bevor man in diese Wege, diese Trails da einsteigt. Man kann da Geld überweisen. Und ich finde, das sollte man auch machen und es lohnt sich wirklich. Also tolle Sache, was die hier gemacht haben. Ich habe mir auch mal ältere Videos angeschaut, unter anderem eins vor 6 Jahren. Da war hier links und rechts wirklich alles noch dicht bewaldet. Gut, die Bäume waren auch schon erkrankt gewesen, aber hier war wirklich noch relativ dichter Wald gewesen. Auch schöne Anlieger, aber wie gesagt, nicht zu vergleichen mit einem Bikepark, wo es dann doch mehr so Murmelbahnen gibt. Also das hier ist alles ja, noch ziemlich viel Natur belassen und das macht es halt einfach aus hier auch. Und hier noch ein kleiner Natursprung. Ja, das macht wirklich Laune hier runter. Ja, wie gesagt, hier links, rechts war alles noch voller Bäume gewesen. Der alte Kammweg ging auch hier rechts dann an diesen Felsen vorbei. Da hat man jetzt hier so, ja, was Spektakuläres reingebaut, finde ich echt super gemacht. Kleiner Gegenanstieg. Ja, und dann geht es hier runter zu dem wahrscheinlich bekannten Drop. Den hat jeder schon mal gesehen, der hier im Harz biken war. Und ich musste mir den natürlich auch erstmal anschauen. Es wird ja auch empfohlen, sich das erstmal anzuschauen. Man weiß ja auch nicht, was einen da erwartet. Bin dann auch erstmal hier rechts rangefahren. Habe mir das angeguckt. Mal von oben. Ja, man kann, denke ich mal, wenn man es kennt, kann man runterdroppen. Ich bin es nachher dann überrollt. Habe ja auch mal ein bisschen noch kleine Reparaturen erledigt für den Trailpark. Nicht passiert. Ja, hat wahrscheinlich der Wind umgeschlagen, das Schild. Der Wind bestimmt. Ich denke mal, das werden die Leute vom Trailpark mit Sicherheit richtig reparieren. Ich habe einfach jetzt mal so provisorisch mit Stein das mal so hingelegt. Dann bin ich erstmal wieder ein Stückchen hochgeschoben, um ein bisschen Geschwindigkeit zu bekommen.
Und dann, wie gesagt, bin ich über das Teil hier rüber gerollt, also gedroppt bin ich hier nicht. Das kenne ich, wie gesagt, noch nicht so. Ich denke mal, am zweiten, dritten Mal sieht die Sache dann schon wieder ein bisschen anderes aus. Hier auch mal ein Teilstück, wo man es mal ein bisschen laufen lassen konnte. Und dann kam dieser etwas längere Gegenanstieg. Aber ich finde, das gehört zu solchen Wegen wieder zu, auch Gegenanstiege. Ich fand es nicht schlecht. Aber es ging ja auch schon bald wieder weiter. Ja, und hier sieht man schon, hier wird weitergebaut. Hier sind ein paar Sprünge dabei. Alles noch ein bisschen im Bau. Man kann sich das schon mal ein bisschen angucken und vorstellen, was das in nächster Zeit auch gibt. Der untere Teil ist dann ein bisschen flowiger, wobei die eine oder andere Kurve war dann doch ziemlich eng. Da habe ich mich dann doch zwei, drei Mal ganz schön verbremst. Aber es lässt sich hier unten wirklich alles super fahren. Ja, hier hat es mich wirklich fast rausgehauen, aber wie gesagt, kann man alles sehr gut fahren, muss man sagen. Und die Bodenverhältnisse waren wirklich besser, als ich gedacht hatte. Ich habe wirklich gedacht, ich werde hier ziemlich viel Schlamm haben, aber das Fahrrad sah wirklich, genauso wie ich auch, ziemlich sauber aus. Ja, und dann gibt es hier noch ein kleines Stück mit ein bisschen größeren Anliegern und größeren Sprüngen, die man natürlich auch kennen muss, also gerade die Sprünge muss man kennen. Da kann man ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Ich glaube auch, wenn es der ganze so nass ist, so feucht ist, kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr Speed drauf. Aber ich kannte das, wie gesagt, hier unten nicht. Aber auch sehr, sehr schön gemacht. Hier müssen wir ein bisschen schneller runterfahren, dann kann man diesen Sprung auf der rechten Seite, denke ich mal, besser mitnehmen. Aber man kann alles auch überrollen, also überhaupt kein Problem. Ja, und das war es dann auch schon. Es geht dann hier nochmal über den Bach, über eine kleine Brücke. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kammtrail im Harz, super Geschichte. Der Trailpark absolut zu empfehlen. Super Sache.